Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Zugrennen in Transport Fever 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, viele haben nachgefragt die letzten Monate, wann gibt es denn mal wieder ein Rennen? Und ja, ich habe eigentlich nicht geplant gehabt, jetzt in absehbarer Zeit mal wieder ein Rennen zu machen, habe dann aber jetzt mal durch meine alten Spielstände durchgucken und habe gesehen, ich habe ja die alten Strecken noch und ich kann die auch normal laden. Und deswegen dachte ich mir, ja, auf den alten Strecken kann man ja natürlich wunderbar, muss ich ja nur die Züge austauschen, mal wieder ein Rennen veranstalten. Zeit, um neue Strecken zu bauen, hätte ich jetzt nicht gehabt, aber auf den alten Strecken Rennen zu veranstalten, ich meine, die alten Strecken haben euch ja auch sehr gut gefallen und deswegen machen wir heute ein neues Rennen. Wir hatten sowas Ähnliches schon mal, nämlich ICE gegen Intercity. Und ich dachte mir, die ICEs lasse ich, tausche aber mal die Intercity größtenteils aus. Ich habe hier vorne habe ich den Amtrak City Sprinter aus den USA. Ob das jetzt ein Intercity ist, weiß ich nicht, aber heißt ja City Sprinter. Also ja, kann man sagen, dass das sowas wie ein Intercity ist. Mit der Amtrak-Lokomotive hier vorne, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall sehr, sehr passend. Und dann habe ich hier den Intercity 2000 aus der Schweiz mit den Intercity 2000 Waggons und der RE 460 vorne dran, dieser Doppelstock-Intercity. Auch sehr cool. Dann darf natürlich auch der Railjet nicht fehlen, quasi der Intercity aus Österreich. Und dann habe ich aber drin gelassen natürlich den Intercity auch aus Deutschland, die Baureihe 101. ICE Baureihen, die wir am Start haben, ist der ICE 3, der ICE T, der ICE 4, der ICE Velaro D, der ICE 1 und der ICE 2. Natürlich wird es so sein, dass definitiv der ICE 3 und auch der Velaro D vorne das Rennen höchstwahrscheinlich unter sich ausmachen werden. Aber ich bin gespannt, was dahinter passiert. Und ja, ich zeige euch noch mal kurz die Strecke. Haben wir ja schon öfter benutzt. Geht hier einmal geradeaus, dann eine Rechtskurve, eine leichte, eine Linkskurve. Dann haben wir hier einen Haltepunkt. Hier wird Halt gemacht. Hier entscheidet dann die Ladegeschwindigkeit. Hier steigt natürlich keiner zu oder aus, sondern das ist einfach nur ein Haltepunkt, damit mal zwischendurch auf Null runtergebremst wird und danach wir wieder beschleunigen können. Dann haben wir eine Rechtskurve einmal hier rum unter der Brücke durch und dann eine Linkskurve, also zwei Rechts- und zwei Linkskurven und dann einmal hier auf die Zielgerade bis hier oben. Hier oben ist dann der zweite Haltepunkt, aber da werden die Züge gar nicht ankommen, weil sie hier vorne am Signal vorher halten müssen, da hier die Waggons drin stehen. Die Waggons stehen hier, damit ich hier quasi so einen Puffer zwischen Haltepunkt und Signal habe, dass der Bereich hier halt belegt ist und die Züge nicht an den Haltepunkt fahren können, sondern hier ist dann Stopp. Die müssen dann hier stehen bleiben und dann haben wir unser Ergebnis am Ende. Ja, ich hoffe, euch gefällt das. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Wenn ihr mehr Rennen sehen wollt, schreibt mir auch gerne unten mal rein, was man so in der Zukunft für Rennen machen kann. Ich habe auch noch eine Strecke, wo wir drei Züge gegeneinander fahren lassen können. Ich habe diese Strecke hier. Dann habe ich noch die Strecke, wo wir das 40 Lokomotiven Güterzugrennen und Dampflokrennen gemacht habe. Also einiges, was ich da noch machen könnte auf den Strecken. Hier kann ich natürlich auch abändern, ein paar Haltepunkte zwischendrin reinmachen, wenn wir sowas wie ein S-Bahn-Rennen nochmal machen wollen. Also einiges noch möglich. Ja, starte ich mal die Züge und dann geht es hier los. Wie gesagt, ICE 1 und 2, den Amtrak City Sprinter aus den USA, den ICE Velaro D, den Intercity 2000 aus der Schweiz, den ICE 4, den Railjet aus Österreich, den ICE T, den Intercity aus Deutschland und der ICE 3. Bin gespannt, schreibt es mir gerne mal rein, wer euer Favorit ist bzw. war und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rennen. Steigen wir einfach mal in den Railjet ein und dann starten wir das Ganze. Auf geht's! Den besten Start hier erwischen. Ja, fast der City Sprinter hier hinten, ne? Also der Velaro D ist zwar auch vorne mit dabei, aber der ICE 3 übernimmt jetzt die Führung, gefolgt vom Intercity aus Deutschland. Dann kommt aber schon der Intercity 2000 auf Platz 3. Ich bin ja echt baff. Und dann der Railjet hinter dem Velaro D auf Platz 5. Und ja, wie es halt immer so ist, der ICE 1 und 2. Ganz hinten aber auch der ICE T. Nicht gerade weit vorne. Und auch der ICE 4 ist natürlich, ja,
Aber das sind 2000 auf Platz 2. Ob er das halten kann, ist natürlich eine andere Frage. Er schafft ja leider nur in Anführungsstrichen 200 km/h. Da wird dann wahrscheinlich am Ende des Rennens der Velaro D und auch die ICE 1, na, der 2er vielleicht nicht, aber der ICE 1 und auch der City Sprinter, dann, nee, da ist er. Nicht der City Sprinter, sondern der ICE T. Ja, da bin ich aber gespannt, wie der ICE 2 und der ICE T das noch aufholen wollen. Schauen wir mal. Aber hier, in der City 2000 und Railjet, beide hier vorne mit dabei, ich werde ja echt bekloppt. Das hätte ich so nicht gedacht. Gerade, dass der Velaro D hier nur auf Platz 4 ist. Aber wir schauen mal, was passiert. Der erste Haltepunkt ist ja nicht so weit weg. Ja, und dass hier die Schienen so ein bisschen, ja, Texturfehler haben, das kann ich leider nicht beheben. Na, das ist, wenn wir hier näher kommen, dann kommen die Schienen dann auch zum Vorschein, sind nur die äußeren Gleise. Warum, wieso, weshalb, kann ich euch nicht sagen. Ist alles geglättet. Aber hey, es ist, wie es ist. Jetzt kommt der Railjet, zieht auf Platz 2, ist natürlich klar, weil der Intercity 2000 kann ja nur 200 km/h. Der Railjet schafft 230 und auch der Velaro D wird jetzt aufholen. Und hier hinten, ganz hinten, tatsächlich der ICE T. Aber der ICE 2 ist noch ein ganz kleines Stückchen weiter hinten. Ja, beide gleich schnell, ne? Springen wir mal nach ganz vorne. Denn da wird gleich angehalten. Es wird schon gebremst. Ja, und diese Wellen sind mit Absicht drin. Mal so ein bisschen Steigung, dann wieder ein bisschen bergab. Und jetzt wird angehalten. Und im Bremsen kommt der Velaro D hier, dem Intercity 2000, ziemlich nah. Ja, festhalten können wir, der Railjet und der Intercity 2000. Eine viel bessere Beschleunigung als die ICEs, die dann viel höhere Höchstgeschwindigkeit haben. Mal schauen, was das am Ende dann gibt. Aber ich denke mal, dass der Velaro D definitiv noch auf Platz 2 dann vorfahren wird. Jetzt wird hier erstmal angehalten. Und da schauen wir mal, wer hier schneller wieder vom Fleck kommt. Ja, der ICE 2 und der ICE T, die sind wirklich, ne? Und der Railjet hat definitiv die beste Ladegeschwindigkeit hier. Ist schon wieder auf dem Weg und übernimmt die Führung. Der Railjet. Das ist ja echt eine Überraschung. Er wird natürlich seine Spitzenposition nicht halten können. Und wo ist der Intercity 2000? Der ist jetzt erst am Losfahren und ist damit wahrscheinlich raus aus dem Rennen um die Podiumsplätze. Schade. Der Railjet einfach auf Platz 1. Ja, und macht sogar noch Meter gegenüber dem ICE 3. Kann sich hier weiter absetzen, aber es wird natürlich nicht lange dauern, bis der ICE 3 aufholen wird. Spätestens wenn der Railjet dann seine 230 erreicht hat, wird der ICE 3 Stück für Stück aufholen und Platz 1 übernehmen. Die Frage ist nur, der Velaro D, der wird ihn wahrscheinlich auch noch holen. Aber wie schnell wird das gehen? Und hat der ICE 4 mit seinen 250, der wird wahrscheinlich den Railjet nicht mehr kriegen. Da er nur 20 km/h mehr Topspeed hat, aber der ICE 1. Ja, wir werden es sehen. Ich bin da echt, ich kann es ganz schwer einschätzen. Ich glaube nicht, dass der ICE 1 noch eine Chance hat. Der Railjet hat echt gute Chancen, aufs Podium zu fahren. Ist hier wirklich immer noch ein Stückchen schneller. Kann sich weiter absetzen. Er kann sich einfach weiter absetzen. Das glaubt ja kein Mensch. Der Railjet vor dem ICE 3 und dem Velaro D. Und ich denke mal, Hälfte der Strecke ist schon rum. Linkskurve hier vorne und da hinten ist das Ende. Hat jetzt aber seine Höchstgeschwindigkeit in... Na komm, na. Jetzt hat er sie erreicht. Und dann wird die ICE 3 aufholen. Und der Velaro D wird auch gleich damit anfangen. Und ja, das wird dann sukzessive schneller gehen, dass die beiden aufholen. Das ist leider so. Aber das Feld ganz schön geteilt. Der ICE T auf dem vorletzten, ICE 2 auf dem letzten Platz. Der ICE 2 ja, ist noch nicht mal bei 200 km/h. Der City Sprinter, ja, hätte ich mir auch mehr von erwartet. Der ICE 1 jetzt auch schon bald am Aufholen. Mal gucken, wie weit der sich hier noch vorarbeiten kann. Ich denke mal, in dem ICE
2000 kann er noch vorbeigehen. Der ICE4. Ja. Ich denke, den wird er auch noch holen. Und da geht der ICE3 in Führung. Das war klar. Er hat halt den höheren Topspeed. Kommt ein bisschen schwer in die Puschen, aber hat einfach den höheren Topspeed. Das war fast absehbar, dass der ICE3 gewinnt. Aber dass der Ranger hier bis zur Zielgeraden noch mithalten kann. Wow. Ich bin echt sehr überrascht. Da kommt der Velaro D. Wird sich den zweiten Platz schnappen. Aber der Ranger hat richtig gute Chancen, hier aufs Podium zu fahren. Sehr, sehr überraschend. Da kommt der ICE1. Fährt jetzt an dem Intercity 2000, aber wir können noch mal kurz nach hinten springen. Oder wir lassen hier schnell das Überholmanöver noch durch. Auf Platz 2 geht damit der Velaro D. Und dann springen wir hier mal nach hinten. Schauen wir mal, was hier los ist. Der ICE4 auf Platz 4. Aber den wird sich wahrscheinlich, ja, den holt sich der ICE1. Der holt sich den vierten Platz noch. Der wird hier vorbeigehen. Und auch der ICE2. Wie ist denn der? Der ist ganz da hinten. Der hat jetzt erst 224 km/h. Hat aber natürlich auch nur einen Triebkopf, ne? Und der ICE1 geht damit auf Platz 4. Ob er den Railjet noch kriegt, könnte möglich sein. Na, reicht die Zeit noch aus, die Fahrtstrecke? Ich glaube fast nicht. Wäre auf jeden Fall der Sieger der Herzen, der Railjet, wenn er aufs Podium kommen würde. Und hier vorne der ICE3 schon am Bremsen, holt sich Platz 1. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wie man ja immer so schön sagt. 5 Euro ins Phrasenschwein dafür. Der ICE3 gewinnt vor dem Velaro D. Und dann müssen wir mal gucken, wer den dritten Platz macht. Das ist noch das Spannendste hier. Der ICE3 gewinnt, wie gesagt. Und der ICE1 kommt hier mit großen Schritten näher. Aber ich glaube nicht, dass am Ende die Fahrtstrecke reicht. Ehre wem Ehre gebührt. Wir gehen hier natürlich in den Zieleinlauf des ICE3. Und dann ist die Frage, ist natürlich sehr spannend. Wir gehen nochmal nach hinten. Aber das wird der Railjet über die Bühne bringen. Der ICE1 hat da keine Chance mehr. Das heißt, der Railjet holt sich Platz 3. Absolut überraschend, wie ich finde. Aber ist halt der Railjet, ne? Einer meiner absoluten Lieblingszüge. Lok wie Wagengarnitur sind einfach nur bombastisch. Damit wird das Podium der ICE3, der ICE Velaro D, der Railjet holt sich Bronze. Womit er echt zufrieden sein kann. Dann der ICE1, der ICE4 auf dem fünften Platz. Dann kommt lange gar nichts. Und der Intercity 2000. Kann der sich hier behaupten? Der kann sich tatsächlich behaupten. Und der ICE2 hat noch richtig aufgeholt. Schaut euch das mal an. Fast noch an der deutschen Intercity vorbeigegangen. Aber der Intercity 2000, obwohl er nur 200 km/h Topspeed hat, holt sich hier den fünften Platz. Vor dem deutschen Intercity, der die exakt gleiche Höchstgeschwindigkeit hat. Holt sich Platz 7. Der ICE2 holt sich Platz 8. Dann der ICET. Und ganz hinten der City Sprinter aus den USA. Eine echte Enttäuschung. Hätte ich eigentlich gedacht, dass der besser abschneidet. Und um das am Ende jetzt auch nochmal anzusprechen, das hier bildet natürlich nicht die Realität ab. Kann es ja auch gar nicht in echt, gibt so Rennen gar nicht. Deswegen kann man da auch keine Referenzen ziehen. Fakt ist einfach, dass das Ganze fiktiv ist. Es soll einfach dem Spaß und der Unterhaltung dienen. Ihr feiert das. Die erfolgreichsten Videos auf meinem Kanal sind die Zugrennen. Das hätte ich damals auch nie gedacht, als ich
damit angefangen habe, aber ihr findet das richtig genial. Macht immer wieder Spaß. Und ja, wenn dann so Überraschungen bei rauskommen, wie hier mit dem ÖBB Railjet, dann ist es umso cooler. Richtig genial. Ja, Ehre wem Ehre gebührt. Goldmedaille für den ICE 3. Dann der Velaro D mit der Silbermedaille und der Railjet mit Bronze. Schön. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Mal schauen, ich werde jetzt ab und zu alle paar Wochen mal ein Rennen raushauen. Vielleicht auch mal in kürzerem Abstand. Das kann ich vorher nie so genau sagen. Und haltet die Augen offen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Rennen meint. Gerne euer Feedback unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.